Hier in Öhringen findet heute zum dritten Mal der Hohenlohe Cup im Handball statt. Die vier Teams, die um den Turniersieg kämpfen, sind die Bundesligisten HC Erlangen und Frischauf Göppingen sowie der Zweitligist TV Neuhausen und der österreichische Erstligist Bregenz Handball. Ins Finale haben es der HC Erlangen und Frischauf Göppingen geschafft, die jetzt gleich den Turniersieg unter sich im Finale ausmachen werden. Wie wichtig ist der Hohenlohe Cup für die Vorbereitung des HC Erlangen auf die Rückrunde der Bundesliga? Ja, es ist für uns sehr wichtig. Das ist die letzten Tests, die wir haben, die letzten Härtetests vom Saisonstart wieder. Haben wir auch sehr gute Mannschaften, wo man an einem Tag zwei hochklassige Spiele machen kann. Also das ist nochmal ein richtiger Ernstfall, bevor es dann losgeht. Das ist sehr wichtig. Ja gut, wir haben jetzt ein mehrtägiges Trainingslager hinter uns. Wir sind direkt vom Trainingslager hierher gekommen. Und das ist für uns wieder so ein zwei Spiele, die uns Sicherheit geben sollen, wo wir gute Leistungen abrufen wollen. Trotz der Müdigkeit, die wir alle im Moment jetzt haben. Und die Sachen, die wir im Trainingslager jetzt mehrfach trainiert haben, hoffen wir natürlich, dass wir die hier spielen können und dass es auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mit welchen Erwartungen sind Sie hier nach Öhringen gekommen? Ja gut, wir wollen natürlich den Cup natürlich gewinnen. Hätten Sie vor dem Halbfinale gegen Bregenz gedacht, dass es so klar ausgeht, oder wie waren da Ihre Erwartungen vorher? Ja, also wir waren natürlich schon klarer Favorit und haben uns auch einen deutlichen Sieg ausgerechnet, aber es ist natürlich schon sehr gut gelaufen, muss man sagen. Haben ein schnelles Spiel gespielt, konnten viele Tore machen, also es ist, denke ich, optimal gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Was denken Sie, woran wird sich heute im Finale entscheiden, wer gewinnt? Ja, ich vermute, dass die Kräfte eine entscheidende Rolle spielen. Die Erlanger haben auch eine harte Trainingswoche hinter sich, habe ich gehört. Und da wird schon eine entscheidende Rolle sein, wer am Ende vielleicht die paar Körner mehr in den Beinen oder im Körper hat.